Und schon bin ich auf dem Weg zur Krone. Bin mal gespannt, ob dieser Nadaig Magerman überhaupt noch da ist. Weil wie ich im letzten Video schon gesagt habe, den habe ich schon vor einer Weile, wenn das die Stelle ist. Ich vermute es. Jetzt geht's hier links rein. Nee, das war nicht die Stelle. Hier geht's nicht links rein. Nee, noch ein Stück weiter muss ich gehen. Okay, aber hier unten sind Gegner, die... Nehmen wir trotzdem mal mit. Ich wusste, dass hier noch der Große ist. Kann ich gerade so ausweichen. So, hier ist jetzt nichts großartig. Ich werde auch noch mal kurz schauen, wie das tranktechnisch aussieht bei mir. Wiederbelebungspulver 20, Heiltränke 52 und Magietränke, habe ich auch noch was? 14, ich habe noch ein bisschen was da. Vielleicht sollte ich irgendwann noch mal so ein bisschen Magietränke oder sowas noch herstellen. Weil bisher war es noch nicht der Endgegner. Ich habe ja letzte Folge gedacht, das ist jetzt das Ende, aber war es noch nicht. Daher geht das Ganze jetzt auch noch weiter. Da sammeln wir einfach noch ein bisschen. Man weiß, was wir alles brauchen, um die ganzen Tränke noch herzustellen. Weil den Gegner, den ich letztes Video hatte, der war schon etwas herausfordernder. Und wenn natürlich der Endgegner noch stärker ist, kann es sein, dass ich da jede Menge Tränke brauchen werde. Und deswegen sollte ich mich da wahrscheinlich immer ein bisschen drauf vorbereiten. Jetzt aber erstmal werden wir uns um diese ganzen Bestien kümmern. Und weg sind sie. So, geplündert. Ja, was hat der noch? Der noch. War ein bisschen mehr, da haben wir alles. So, jetzt geht's weiter in die Richtung. Wo müssen wir denn lang? Irgendwo hier hinter? Hier, hier lang. Hier ist der Weg. Das sieht sehr stark danach aus. Ja, ich glaube, das ist das. Ja. Das ist der Weg. Und das ist dieser Nadaig Magerman. Sorry, dass ich euch jetzt keinen großartigen Kampf bieten kann. Ich habe diesen Kampf schon hinter mir. Ich war hier viel zu früh. Und hab den da schon mal beseitigt. Okay. Kurz gesagt, Kampf schon geschafft. Weiter geht's. Aber der Vorteil daran ist, in diese Höhle wollte ich sowieso nochmal rein. Weil als ich das letzte Mal hier war, hatte ich ja doch ein paar Probleme. Da waren die Gegner mir noch ein bisschen zu zahlreich und zu stark. Und jetzt können wir das Ganze nochmal versuchen. Hier sieht man, hier bin ich ringsrum gelaufen und bis hierher bin ich ungefähr gekommen und habe dann aufgehört und bin wieder raus, weil die Gegner einfach zu stark waren. Schauen wir mal, wenn wir hier rumgehen. Hier geht es nicht lang, genau. Hier ging es nicht lang. Da komme ich wahrscheinlich, wie es oft so ist, wieder runter. Dann gehen wir einfach wieder in diese Richtung. Ich glaube, hier wurde ich überrascht. War das so? Nö, okay. Dann gehen wir einfach weiter. Diesmal sollten die Gegner ja, denke ich mal, nicht so kompliziert sein. So, hier. Aber schwach sind sie trotzdem nicht. Also. Aber diesen habe ich direkt einen erledigt. Ich muss hier aber unbedingt... Die sind im Weg. Komm, jetzt schwimmen wir durch. Geht doch. Jetzt werden wir den mal angreifen. Er ist noch nicht weg. Jetzt ist er weg. Der kam plötzlich an.
Aber da macht nicht so viel Schaden. Also ich bin jetzt schon ein bisschen stärker als das letzte Mal. Ich glaube, das hilft mir jetzt sehr bei dieser Insel, bei dieser Höhle. Kämpfst du da hinten immer noch? So, ich habe anscheinend ein Level up. Genau. Der ist weg. Zwei Fähigkeitspunkte und ein Attributpunkt. Okay. Jetzt muss ich bis dahinter laufen, weil der Kampf sich etwas weit davon gestreckt hat. Aber der hat ein bisschen was fallen lassen. Das nehmen wir mit. Schauen wir direkt mal, was haben wir denn noch so Schönes. Wir haben jetzt zwei bleibende Punkte. Wir könnten jetzt hier die magische Heilung dazu nehmen. Aber da ich ja die magische Energie sowieso für Angriff brauche, wäre es ungünstig wahrscheinlich, wenn ich da auch noch in Heilung gehe. Deswegen gehe ich jetzt mal hier drauf. Ich habe ja jetzt schon schwere Zweihandwaffen. Und da verstärken wir jetzt einfach mal die schweren Zweihandwaffen. Vielleicht finde ich das schön. Ich habe auch die Sense, wenn ich gerade so dran denke. Die Sense. Da schauen wir nochmal kurz. Das habe ich da bestimmt hier noch. Zweihand-Klingenwaffen kann ich nicht anlegen. Hier, die große Sense, schwere Zweihandwaffen und Kraft 4 würde ich hier brauchen. Kraft 4. Das ist das hier oben. Okay. Unterhalt die maximale MP und Zauberdauer erhöhen. Oder Zaubersprüche verstärken. Bei Kraft 4, dann müsste ich noch dreimal. Das nächste gibt es bei Level 37. Ich habe jetzt gerade die 34 geschafft. Ich weiß nicht, ob ich so viel überhaupt noch kriege. Deswegen gehen wir hier auf die mentale Kraft, um jetzt mal ein bisschen magisch gesehen noch stärker zu werden. So, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Hier waren wir das letzte Mal ja auch schon. Also nicht im letzten Video, sondern das letzte Mal, als ich hier in der Höhle war. Genau, gehen wir hier wieder hier hinten rum und dann dürften wir bald in dieses Gebiet kommen, bei der ich damals leider aufgeben musste. Ich kam da einfach nicht weiter. Ich glaube, da ging es runter und dann gab es auch diese Fernschützen, die mich da so ein bisschen angegriffen haben. Dachte ich zumindest. Okay. What are you doing there? Here lie those who fell facing the first invaders, and you dare enter and scatter their bones. I did not come here with the intention of defiling this place. No. You came looking for a crown of the High King, hoping to choose the one who will lead us. Isn't that what you are looking for as well? Yes, but I am not a Renaigse. I wish to lead my people to victory, and I have come here seeking something that will make it a certainty. And so, do you plan on keeping it for one of those who is too wise or cowardly to come and get it themselves? Or will you give me the crown? Dertera is a great warrior. If she reigns, she will unite all of the clans. And with the blessing of Enon Milfrichtemann, the people of your island will be chased away from here. Think long on this. If you leave her the crown, she will become the High Queen. You will not be able to change your mind. Also was als Hochkönigin vorhat, wissen wir ja schon. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, ihr will ich die Krone nicht geben. Also behalte ich sie mal. Mal sehen, was jetzt passieren wird. Sorry, Deirdre. I believe someone other than you must become the High King. Someone more easily manipulated, who will obey the orders of the Renaigse, no doubt. Too bad. You leave me no choice.
I have come to take that crown, and I won't leave without it. Die ist sehr machtbesessen, habe ich den Eindruck. Dann werden wir hier mal ein bisschen aufräumen. So, du auch noch? Enough. I accept my defeat. Take this crown. I am not worthy to wear it, so it seems. So it seems indeed. We will meet again at Dorhad Genedu. Until then, Deirdre. Da hat die uns jetzt einfach mal angegriffen. Aber wir haben die Krone. Ich dachte aber eigentlich, hier gab es noch eine Stelle, an der ich nicht weiterkomme. Dies habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden, aber gut. Komm mal hinten, hier geht's weiter, ne? Oder war das dann erst hier? Hier geht's dann nochmal hoch. Was liegt denn hier? Das Tagebuch von Professor Serafeddin. Endlich habe ich es geschafft, in den Grabhügel zu gelangen. Aber leider hat mich der Wächter schwer verletzt. Doch das ist egal. Ich werde mich später darum kümmern, denn dieses Grab ist so faszinierend. Ich dachte, dass die Wächter, die ich beobachtet hatte, groß gewesen seien. Aber ich hatte keine Ahnung. Das Skelett, das ich hier drin gefunden habe, ist noch gigantischer. Oh, was für eine Kreatur muss das wohl gewesen sein, als sie noch am Leben war. Nach Angaben der Eingeborenen war dieser Wächter der Erste, der erschienen ist, und es war in der Tat ein alter König der Insel, der sich in diese Kreatur verwandelte, um einen Feind abzuwehren, der aus dem Meer kam. Es ist ganz offensichtlich eine Legende, aber meine Beobachtungen lassen mich vermuten, dass sie zu einem gewissen Grad wahr sein könnte. Diese Bestien waren Männer und Frauen, bevor sie sich durch einen schwer begreiflichen Prozess in Wächter verwandelten. Meine Wunde wurde infiziert, und ich habe keine Möglichkeit, sie zu behandeln. Was für eine Schande. Ich hätte dieses Tagebuch gerne vollendet. Ich hoffe, dass jemand meine Notizen findet und meine Arbeit fortsetzt. Kam mir jetzt ein kleines bisschen bekannt vor, aber das letzte Mal habe ich das einfach übersehen. Ah, das kann sein, weil ich jetzt ja die Intuition aktiv habe. Dass mir deswegen solche Sachen angezeigt werden. Und hier ist die Stelle. Mit den Fernschützen. Jetzt gehen wir einfach mal runter. Und legen direkt los. Weichen direkt auch mal aus. So. Wollte mich mal ein bisschen was kalt machen. Der ist auch weg. Und du noch, ne? Du da hinten noch. Hier kriegst du noch was von mir ab. Diesmal lief es besser. Gleich beim ersten Versuch. Aber gut, ich habe jetzt ja auch die Möglichkeit, diesen schönen Ausweichschritt zu machen. Jetzt sind wir hier und landen wieder beim Anfang. Also ich war sehr nah beim letzten Mal die Höhle komplett zu durchqueren. Diesmal haben wir es komplett geschafft. Und wir gehen wieder raus. Jetzt sollte es wahrscheinlich darum gehen, die Krone zu übergeben. Der Erdra hat mich jetzt ja einfach mal so angegriffen, weil sie Lust dazu hatte. Krone übergeben. Wir müssen also wieder reisen. Dann sollten wir uns Reisestein, Lager oder was auch immer suchen, um diese Reise noch durchzuführen. Und
Wo gehen wir denn hin? Am besten, wir gehen wieder da, wo wir hergekommen sind. Immer noch die Banditen weg. Gehen wir hier außen rum. Ist der Kampf dann schon vorbei? Ja, es war vorbei, okay. Können wir uns an den nochmal anschleichen, ne? Und tschüss. Voll erwischt. Den hab ich voll erwischt. Wo bist du denn, du einer noch? Da stehst du. Ich glaube, du hast mich gesehen. Hat dir aber auch nichts geholfen. Noch mal kleine Räuberlein. Ah, hier haben wir wieder einen Busch. Nehmen wir mal alles mit. War da jetzt hier der richtige Weg auf zum Lager, ne? Genau, hier geht's jetzt lang. Sollen wir wieder den Weg zurück zum Lager finden? Um dann die Reise fortzusetzen. Ein bisschen was einsammeln, weil ich sollte vielleicht gleich mal noch sehen, dass ich noch ein paar Tränke herstelle. Ist da hinten, ne? Da ist das Lager. Genau, die Blätter fallen. Zumindest von diesen Bäumen, nicht von diesen. Das ist ja Herbst und Sommer gleichzeitig, wie es aussieht. Oh ja, ich fast am Lager vorbeigerannt. Ich möchte nochmal zum Werktisch. Und zwar der Tränke wegen. Was haben wir denn so Schönes? Magietrank. Ich habe noch 14 Magietränke. Nur 20. 30. Ja, komm mal, wir haben so viel Material. Gehen wir mal das. Stellen wir mal ein paar her. Haben wir 60 Magietränke. Wir haben aber große Heiltränke. Da können wir auch ein paar fertigen. Mal 21 Stück. Mal 30 große Heiltränke und dann ganz normale Heiltränke. 500 Leben, da kann man eigentlich auch direkt auf die großen gehen. Gerade wenn ich stark getroffen wurde, ich weiß ja nicht, was der Endgegner, was mich da erwartet. Das machen wir jetzt einfach mal. Haben wir ja jede Menge Tränke. Die Fallen kann ich ja genauso auch werfen. Und da habe ich aber alles schon jede Menge gefunden. Deswegen lassen wir das so. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was hergestellt. Aber bevor wir jetzt dorthin reisen, um die Sache mit der Krone zu klären, werde ich noch mit Siowa sprechen. Vielleicht gibt sie mir ja noch irgendeinen Hinweis. Vielleicht sollte ich ja doch meine Entscheidung nochmal überdenken. I am glad you came to talk to me. I have something to ask you. I'm listening. What do the women on your island do when they really like someone? Everything is so complicated where you come from. In my culture, we do not talk about our feelings, especially not amongst nobles. Marriages are arranged more often than not. I knew it. Never mind. I'll do it my way. Your body and your soul are speaking with mine. On Almanawi. And if you feel the same way, I would love to spend some time alone with you. Das ist ein schöner Anmachspruch. Wie war der jetzt ungefähr? Dein Körper und deine Seele sprechen mein an. Und jetzt habe ich die Auswahl. Dem Rendezvous zustimmen oder das Rendezvous ablehnen. Wir stimmen mal zu, mal sehen, was passiert. I would love that too. Meet me outside my room the next time we're at the house. I will be there. Anything else? I must leave you. See you later. Ist aber jetzt kein Quest, oder? Nee. Vor dem Zimmer treffen, okay.
Dann gehen wir jetzt erstmal wieder in den Wohnsitz zurück. Schauen wir mal kurz ins Inventar. Ist noch genug Platz. Kann man so lassen. Und vor dem Zimmer treffen. Ich gehe jetzt mal davon aus, einfach die Treppe hoch. Ein Hoch. Now we just have to go see the Pretenders and hope that they will accept us. You are a metamorph. The natives will listen to you more carefully than they will listen to any other settlers. But you will still need to convince them that you are acting in good faith. If only there was a way to be certain of the results of this vote, we would only need to convince one. There is way more at stake in this election than your encounter with Enolmir Frichtemen. It will decide the fate of my people, and it may even decide the fate of yours, because every king and every queen has their own opinion when it comes to Dir Inagse and what should be done. Once elected, they will decide, and we will follow. If there is a way to influence this vote, take your time to think about the consequences. Das war nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich sollte darüber nachdenken, wem gebe ich die Krone? Ach, vor dem Zimmertreffen war das ja irgendwie so. Ah. Arnold Manawi, do you still agree to spend some time with me? Na klar. Of course. I was waiting for this moment. Oh, jetzt geht's los. Muss ich das jetzt rausschneiden? I have never met someone like you, Anol Manawi. My heart has never beaten so fast for anyone. What about you? Do you think you are my Menundanem? Schade, war schnell vorbei. So konnte ich dieses Video nicht weiter in die Länge treiben. Was haben wir denn zur Wahl? Ihr sagen, dass du sie auch liebst, oder ihr sagen, dass es für dich nicht mehr als ein schöner Augenblick war? Was würdet ihr jetzt wählen? Ich warte mal noch kurz. Habt ihr die Chance, es in die Kommentare zu schreiben? Aber tippt schnell. Meine Entscheidung ist schon gefallen. Und sie kommt jetzt. I hope so. Because I love you too, Siora. Kairto. This is how we say I love you in our language. Koden nes greda komolai. Our two hearts beat together. Siora ist nun liebevoll. Oh yeah, liebevoll. Was hatte die auf der Treppe zu suchen? Sprich. Dreht sie sich weg. Okay. Dann lassen wir das einfach mal. Jetzt gehen wir nochmal auf Gruppe zusammenstellen. Hat dieses jetzt eigentlich noch was gebracht? Freundschaftsbonus. Außer Beziehungslevel ist jetzt liebevoll. Und damit habe ich noch ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob das zusätzliche Stärke gebracht hat. Können wir ja direkt mal schauen. Hier, da, Charisma, Stärke. Ja, großartig zu Stärke geht, glaube gar nicht, weil zwei Punkte habe ich ja selber schon gesetzt. In den dritten kriege ich jetzt durch sie. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Punkt dazugekommen wäre. Aber jetzt können wir ja nochmal überlegen. Wir haben jetzt ja Afra mit für die Wissenschaft, um komplexe Tränke fertigen zu können. Aber man könnte jetzt ja auch überlegen, ob man Afra nicht austauscht.
Wer wäre denn vielleicht gut geeignet, sie mitzunehmen bei der ganzen Wahl des Hochkönigs? Vesco? Ja gut, ob der so sinnvoll ist, er gehört zu den Nauten und die haben ja damals schon ein bisschen Unheil gestiftet. Kurt ist halt ein Krieger. Eigentlich ist es ja bloß sinnvoll, zwischen Petrus und Aphra zu wählen. Petrus ist ein sehr guter Redner und Aphra geht halt der Wissenschaft nach, ohne jetzt dadurch auch die Eingeborenen irgendwie zu foltern oder andere Dinge mit denen anzustellen. Wir bleiben so jetzt. Wir bleiben bei der Sache und als nächstes soll es ja wieder... Wir sollen nach Dorhat Genedu zurück. Okay. Also geht es wieder nach Dorhat Genedu. Dort sollen wir dann möglicherweise die Krone übergeben. Ob das so sein wird, sehen wir dann das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Auch wenn da gewisse Szenen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Man hätte vielleicht auch gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Wenn man aber mehr gesehen hätte, dann hätte ich euch dieses Video hier nicht zeigen dürfen. Weil wäre mehr gekommen, dann hätte ich das rausschneiden müssen. Daher bleibt es eurer Fantasie überlassen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.